Leute, bevor dieses Video losgeht, muss ich erstmal ein bisschen kochen und essen. Geil. Okay, Eier sind serviert. Die werden sich jetzt erstmal reingezogen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich nebenbei meine Eier fress. Macht da draus keinen Clip. Wir haben heute auf jeden Fall ein sehr anderes Video am Start. Als erstes wollte ich mich aber mal wieder entschuldigen, dass jetzt so lange keine Videos kamen. Es hat zeitlich, energietechnisch und einfach planmäßig nicht geklappt. Diese Eier schmecken wirklich gut. Ich war jedenfalls gerade auf der Arbeit, was ja bei mir die Schule ist, weil ich ja als PKB-Lehrkraft arbeite. Und danach war ich noch schön in der Uni und hatte da einen Didaktikkurs. Ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung, so einen Didaktikkurs zu haben im Vergleich zu den ganzen stinklangweiligen Theoriekursen, weil man in Didaktik halt wirklich auch mal lernt, wie man eigentlich unterrichtet. Und das ist tatsächlich leider eine Seltenheit im Lernstudium. Aber it is what it is. Während der Uni habe ich dann die ganze Zeit meine Mails gecheckt, denn ich habe natürlich volle Erwartungen auf das Paket gewartet die ganze Zeit, welches wir in diesem Video hier aufmachen werden. Jedenfalls Leute, als ich dann aus der Uni nach Hause gekommen bin, nachdem ich andauernd mein Handy gecheckt habe wegen dem Paket, stand dann tatsächlich dieses Prachtstück vor meiner Tür. Und dit, Leute, machen wir heute zusammen auf. So, wir haben jetzt auf die Kamera gewechselt, weil die steht auf dem Stativ. Dann haben wir hier einen besseren Winkel, glaube ich. Wundert euch nicht, Leute. Bei mir ist es natürlich nicht so mega ordentlich gerade. Es geht heute aber auch nicht um die Sauberkeit dieses Apartments, sondern um das Paket. Deswegen, let's go. Okay, ungefähr 30 Kilo schwer. So, wo fange ich denn hier überhaupt an? Wow. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Leute, ich mache den zweiten Winkel an, nämlich über Kamera. Okay, Leute, wir haben das Paket aufgemacht. So sieht es jetzt aus. Ich weiß gar nicht, ob ich im Titel schon gesagt habe, was das ist oder ob man es jetzt auch schon erahnen kann. Aber wir probieren es jetzt mal zusammenzubauen. So, wir haben hier eine Bank, einen Fuß oder so, einen Fuß mit Rollen. Ich nehme an, irgendeine Art Hebel. Nochmal irgend so ein Instrument zum Hebeln oder zum Verstellen. Nochmal einen echt ziemlich schweren Fuß oder Bein oder whatever. Fühlt sich auf jeden Fall hochwertig und schwer an. Boah. Das ist mit Abstand das schwerste Teil. Das ist auch das Ding, was dann die Bank im Endeffekt halten wird. Noch irgendeinen Hebel oder was weiß ich. Eine Anleitung. Schrauben und Muttern. So, Verpackung erstmal weg. So, Leute, und jetzt heißt es bauen. Was ist denn der erste Schritt hier in der Anleitung? Okay, als erstes brauchen wir dieses Teil. Dann brauchen wir dieses fette Teil. Einmal die Handykamera kurz an und ein Update geben. So, Leute, kleines Update, wie es von meiner Position gerade aussieht. Nämlich so, das sind die Schrauben, das ist die Anleitung, das ist das ganze Zeug und das wird jetzt hier zusammengebaut. Da ist die Kamera. Hallo. Okay, ich glaube, ich muss erstmal ein Werkzeug holen. So, der erste ist schon mal bombenfest. Bisher macht es für mich noch keinen Sinn, aber wir trusten mal den Prozess und gucken mal, wo das noch hinführt. Das soll jetzt hier von innen ran und gleichzeitig das von außen. Wie soll ich denn das machen, Digga? Also es kann doch irgendwie nicht sein, dass hier alles wackeln soll, oder? Die Scheiße ist jetzt ja auch am wackeln. Was ist denn hiermit? Ja, okay, der Shit ist jetzt relativ fest. Also entweder habe ich gerade irgendeinen Brain-Fehler oder irgendwas stimmt mit der Anleitung nicht oder so. Vielleicht sollen die auch nur zum Abstecken sein. Das macht auch keinen Sinn. Na gut, okay, aber dass die sich hoch und runter bewegen muss, macht ja schon Sinn. Also, dass da dann vielleicht ein bisschen Platz gelassen wird. So, was wäre denn der nächste Schritt? Jetzt soll wohl dieser Hebel hier kommen. Also irgendwas stimmt hier nicht, Digga. Ja, das hier, das kann doch nicht sein, dass es hier so krass am Wackeln ist. Da kann man doch nicht drauf trainieren, wenn es so rumwackelt. Hä, Digga? Also theoretisch soll man jetzt einfach schon die Polster drauf machen. Aber auf so einer Bank, Digga, wer soll denn da trainieren? Und diese merkwürdigen Teile hier waren doch safe auch nicht umsonst dabei, oder wie? Die waren in jedem Loch drin. Ich probiere jetzt mal testweise hier unten diese komischen anderen Verschlüsse oder was auch immer daran zu machen. Wenn einer drin ist, dann passt gefühlt perfekt. Also was ist denn das für eine Konstruktion, Digga? Okay, der Teil wackelt jetzt zumindest schon mal nicht mehr.
Leute, ich melde mich nachher nochmal. A few minutes later. So Leute, nachdem ich mir jetzt Todesferien abgeschwitzt habe und tausendmal noch irgendwelche Sachen umgeschraubt habe und sonst was, ist die Bank jetzt fertig. Aber so ganz das Wahre ist es irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, ob da immer noch irgendwas nicht so ganz stimmt. So, ich habe jetzt mal den Weitwinkel angemacht. So sieht die Bank jetzt aus, ja? Sieht erstmal sehr stabil aus, Digga. Sieht nice aus, okay, kann man machen. Das Ding ist halt, die Rückenlehne, bisschen wackelig. Sitz ist fest, okay. Die Rückenlehne muss aber so wackelig sein, beziehungsweise muss auf jeden Fall so lose geschraubt sein, weil sonst kann man die ja gar nicht einstellen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich die fester ziehe, dann kann man die gar nicht mehr richtig einstellen. Das heißt, dieses ganze Zeug hier ist so ein bisschen leicht wackelig. Ja, man muss mal halt gucken, ob man damit trainieren kann oder nicht, ne? Aber das Ding ist auch, die wackelt auch so ein bisschen, ne? Also die steht irgendwie nicht fest, Digga. Ich weiß nicht, ob das besser wird, wenn ich dann noch Gummimatten habe, die da drunter kommen, aber guck mal, das darf doch nicht sein, dass die so easy sich so hin und her wackeln lässt. Hat aber wahrscheinlich auch einfach mit dem Preis zu tun. Ich meine, es ist ja keine Bank aus dem Gym, ne? Geil. Geil, geil, geil. Das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Probieren wir mal aus, wie das ist, wenn die flach ist. Ist stabil. Okay, nice, Digga. Und theoretisch kann man die sogar negativ einstellen, nämlich indem man die einfach flach hinlegt. Negativ trainieren wird aber sehr schwer, wenn man nichts für die Füße hat zum Festhalten, so, ne? Also rein theoretisch könnte man sich hier flach, also negativ hinlegen und dann Benchpress machen, aber ohne Fußhalterung schwierig. Ich muss ehrlich sagen, nach den anfänglichen Struggles mit dem Aufbau hatte ich schon Schiss, dass es voll der Fehlkauf war. Aber jetzt ein bisschen rumprobiert, ist doch gar nicht so kacke, Digga. Also die macht einen stabilen Eindruck, außer dass sie halt ein bisschen wackelig ist, aber wie gesagt, das ist halt keine Gymbank. Das heißt, man kann auch keine Gymqualität erwarten. Die hat 180 Euro gekostet von Gorilla Sports. Handeln kommen die Tage noch an. Okay, Fazit. Warum habe ich mir eigentlich überhaupt so eine Bank geholt und warum mache ich dazu ein Video? Erstens, das Video mache ich, weil ich einfach dachte, es könnte ein ziemlich cooler Vlog werden. Das ist einfach mal was anderes, das ist ein cooles Erlebnis. Das ist etwas, wo ich sehr hype drauf war, deswegen hatte ich Bock, ein Video dazu zu machen. Wenn euch das gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Zweitens, warum habe ich mir überhaupt diese Bank geholt? Grundlage für eine Erklärung, warum ich mir die Bank geholt habe, muss natürlich sein, dass ich eigentlich ins Gym gehe und dass ich auch gerne ins Gym gehe. Wir brauchen jetzt also nicht unbedingt in die Diskussion reingehen, braucht man überhaupt ein Gym, braucht man überhaupt Gymgeräte, kann man nicht auch alles mit Eigenkörpergewicht machen und so weiter. Sollte man überhaupt trainieren, sollte man überhaupt Sport machen, also diese ganzen Sachen sind jetzt mal außen vor, ja. Also ich spreche jetzt einfach für mich, wie es mir geht, was ich machen möchte und was ich für mich für richtig halte, ja. Das heißt nicht, dass ich euch jetzt irgendwie empfehle, kauft euch eine Bank und trainiert zu Hause, überhaupt gar nicht. Jeder soll das machen, wie er es für richtig hält. So, jedenfalls habe ich mir die Bank geholt, weil ich es aktuell leider nur noch zweimal die Woche ins Gym schaffe. Zweimal die Woche ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mega geil finde. Ich schaffe es aber nur noch zweimal die Woche, hauptsächlich natürlich wegen Arbeit und Studium. Das ist alles ein bisschen busier geworden als in den letzten Monaten, deswegen kam jetzt auch wenig Videos und so weiter. Aber jedenfalls dachte ich mir dann, okay, wenn ich nur zweimal die Woche ins Gym kann, aber theoretisch an einem Mittwochabend zum Beispiel noch eine Stunde Zeit habe, um nochmal schnell ein Training zu machen, in einer Stunde schaffe ich es aber nicht bis ins Gym, dann Training machen, wieder zurück oder wie auch immer, dann ist doch so eine Bank und ein paar schwere Kurzhanteln optimal. Da kann ich alle Übungen dran machen, die ich machen möchte, die ich machen muss, die ich vielleicht für einen guten Trainingsplan irgendwie machen will und allgemein diese Flexibilität einfach mal zu sagen, ey, ich habe jetzt Bock auf ein Workout, ich habe gerade Zeit, ich habe gerade Energie, ich habe gerade Motivation, ich baller jetzt mal zwischendurch einfach ein Workout raus. Finde ich persönlich geil. Also finde ich wirklich sehr, sehr geil und da ist es mir das Geld auch wert, vor allem, weil sowas hier, beziehungsweise gerade solche Gusseisenhanteln, Digga, die halten ewig. Also die habe ich wirklich seit ich, weiß ich nicht, seit ich 15 bin oder so und da habe ich die von meinem Vater bekommen. Das heißt, der hatte die vorher auch schon, was weiß ich, wie viele Jahre. Ich habe mir jetzt noch zwei Gusseisen-Kurzhanteln bestellt, die jeweils 30 Kilo pro Kurzhantel liefern. 30 Kilo ist natürlich jetzt immer noch nicht das, was man im Gym hat, ne? Das ist schon klar. Aber da diese Hanteln verstellbar sind mit so einem Drehverschluss hier, wo man dann Gewichtsscheiben raufmachen kann, kann man in Zukunft, wenn man sich weiterhin steigert, dann nehme ich auch schwerere Gewichtsscheiben kaufen und diese raufstecken und dann das Gewicht natürlich immer weiter in die Höhe treiben. Es kann gut sein, dass in Zukunft mit dieser Bank hier und dann auch den neuen Kurzhanteln und so weiter nochmal ein Video kommen wird, vielleicht auch ein Workout-Video oder vielleicht einfach wieder so ein Video wie heute, so ein bisschen vlogmäßig. Ich bin jedenfalls extrem froh, dass ich jetzt so eine Bank habe. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen und die ausprobieren und gucken, ob das wirklich das Wahre für mich ist, also zumindest diese Bank hier, oder ob ich die nicht doch wieder umtausche und mir eine andere Bank hole. Aber eine Bank zu Hause zu haben, vor allem in so einem riesigen Einzimmer-Apartment, das ist einfach ein geiler Vibe. Das gibt mir richtig Gym-Bro-Vibes irgendwie. Einfach so eine geile Bank in der Ecke, irgendwo Gewichte, schön in der Küche immer ein Gericht zubereiten mit schön viel Protein und so weiter. Finde ich schon ziemlich geil. Ja, ich glaube, das war's mit dem Video, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin todes am Schwitzen, deswegen ich hoffe echt, das lohnt sich hier. Und ja, dann würde ich sagen, man sieht sich im nächsten
nächsten Video. Haut rein, bis dahin, euer Eric.